بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Gewiss, in dem Unterschied von Nacht und Tag und in dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind wahrlich Zeichen für Leute, die Taqwa machen. Der Wecker klingelt. Es ist 6 Uhr. Jedes Mal, bevor du den Schalter drücken willst, rufen Legionen von Stimmen in deinem Kopf. Es ist zu früh, zu kalt, zu dunkel. Aber du hast nicht nach deren Meinung gefragt. Dein Körper ist müde und erschöpft. Deine Muskeln rebellieren gegen die Befehle deines Hirns. Dein Körper wartet nur darauf, zurück in die Traumwelt geschickt zu werden. Du hörst nur auf eine Stimme. Es gibt einen Grund, warum du dir einen Wecker gestellt hast. Du hast dich entschieden. Du willst einen hohen Rang bei deinem Herrn. Taqwa bedeutet, dass du jeden Tag und jede Nacht nutzt, um zwischen dir und Jahannam Hindernisse aufzubauen. Diese Hindernisse sind deine Taten. Heute ist ein neuer Tag. Setz dich hin. Stell deine Füße auf den Boden. Schau nicht zurück. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Jeder Tag ist ein Konflikt zwischen der einen Entscheidung. Gehst du den richtigen Weg im Leben oder den einfachen? 10.000 Möglichkeiten, andere Wege zu gehen. Du hast dich für den einen richtigen Weg entschieden. Für die Wahrheit. Gegen Komfort, Sicherheit und Mainstream. Ab jetzt fängt Tag 1 in deinem Leben an. Ab diesem Zeitpunkt wird es immer härter. Es gibt kein Zurück. Denk daran, der einfache Weg im Leben ist immer da. Er wird dich nicht zu deinem Ziel führen. Alles, was du tun musst, mach Dua. Steh auf. Das war Schritt Nummer 1. Jede Entscheidung bringt eine weitere Entscheidung mit sich. Du bist jetzt auf dem richtigen Weg. Du hast keine Zeit, dich zu fragen, wie weit du gekommen bist. Du kämpfst gegen einen Gegner, den du nicht siehst. Aber du fühlst ihn. Spürst deinen Atem in deinem Nacken. Du weißt, wer es ist. Das bist du. Deine Ängste, Zweifel, Unsicherheiten. Sie alle stehen in einer Reihe, um dich vom Weg abzudrängen. Verliere nicht den Mut. Sie sind nicht leicht zu bezwingen. Aber sie sind auch nicht unbesiegbar. Der Kampf zwischen dir, deinen Gedanken und deinem Körper, dem Scheitan auf deinen Schultern, der dir sagt, du verschwendest deine Zeit, das bringt alles sowieso nichts. Verbrenn alle Zweifel an dir selbst mit dem Feuer, das in dir brennt. Denk daran, wofür du kämpfst. Vergiss niemals, dass der kleinste Fehler dein Versagen bedeutet. Der Scheitan lauert. Bereite dich gut vor. Nutz deine Gesundheit vor der Krankheit, dein Reichtum vor der Armut und deine Jugend vor dem Alter. Allah lässt seine Diener nicht im Stich. Der Lohn der Gutestuenden geht nicht verloren. Nutz dein Leben als Schutz vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind.